So, hallo zusammen. Heute zeigen wir euch ein paar gute Apps für Android-Geräte. Los geht's mit Square Puzzle Game Amazing. Dieses meiner Meinung nach schön schlicht gehaltenes Spiel hat 36 Aufgaben für euch, bei denen man Quadrate mit Punkten der gleichen Farbe zusammenbringen muss. Dies gestaltet sich eher schwierig, da die Quadrate nur die vorgegebene Richtung bewegt werden können. Ein guter Zeitvertreib für zwischendurch also. Ich finde, die App ist gut und das Spielprinzip ist eine gute Idee. Kommen wir nun zu der nächsten App. Diese nennt sich Don't Touch the Spikes. Bei diesem Spiel muss man versuchen, den Vogel an die Wand und nicht gegen die Spikes fliegen zu lassen. Dabei können Coins gesammelt werden, mit denen man verschiedene Charaktere kaufen kann. Außerdem gibt es weitere Spielmodi, wie zum Beispiel den Multiplayer, der Cave, bei der eine eingeschränkte Sicht das Spiel erschwert, und den Park, mit dem man weitere spezielle Coins verdienen kann. Insgesamt denke ich, dass das Spiel ein gutes Gelegenheitsspiel ist und dass es sehr viel Spaß macht. Ihr wollt immer die aktuellsten News abrufbereit und übersichtlich dargestellt? Dann ist diese App etwas für euch, Appy Geek. Hier kann man aus einer großen Auswahl an Redaktionen wählen, um von diesen dann News auf einem Feed angezeigt zu bekommen, oder man wählt einfach nach Kategorien wie Technik, Apple etc. Viele Funktionen gefallen uns ebenfalls, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Artikel zu speichern. Die App hat zudem sehr wenig Werbung, sodass uns diese App auf ganzer Linie überzeugt hat. Kommen wir nun zu einer App für die Musikbegeisterten unter euch. DJ 2. Diese macht beinahe alles möglich, was ein DJ für kurze Gigs braucht. Und die Ergebnisse sind dank einfacher Bedienung, zahlreicher Effekte sowie Funktionen häufig ganz gut. Dadurch ist der etwas hohe Preis gerechtfertigt, sodass uns auch diese App überzeugt. Zum Schluss empfehlen wir euch noch das unserer Meinung nach beste Bildbearbeitungsprogramm im Play Store, PixArt. Abgesehen davon, dass es kostenlos ist, bietet es zahlreiche Funktionen, sodass es sich lohnt, sich mit der App etwas näher zu beschäftigen, da die meisten davon gar nicht direkt auffallen. Bildeffekte sind besser als die normalen von Instagram, diverse Korrekturen können einfach erledigt werden, Schriftzüge sind einfach einzufügen und sogar andere Bilder oder Ausschnitte davon können eingesetzt werden. Es ist quasi wie Photoshop fürs Handy. Der Kreativität sind also beinahe keine Grenzen gesetzt. Klare Empfehlung. So, das war's mit diesem Video. Klickt in der Mitte, um zum letzten Video zu gelangen. Schreibt ansonsten mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.